Vor 400.000 Jahren dominiert dieser Mensch in ganz Europa und Asien. Von den spanischen Küsten bis nach Sibirien hat er Spuren hinterlassen. Der Neandertaler. Das jüngste Lebenszeichen von ihm, 40.000 Jahre alt. Was ist danach geschehen? Ist er Opfer eines Klimawandels oder einer Seuche? Haben ihn andere Menschen getötet oder ein Raubtier? Mit neuen Funden und modernsten Methoden soll endlich das Geheimnis gelüftet werden. Wer oder was hat den Neandertaler ausgelöscht? Mehr als 300.000 Jahre leben Neandertaler in Europa, im Nahen Osten und Mittelasien. Dann verschwinden sie plötzlich. Sind sie unsere Vorfahren? Oder die Feinde unserer Ahnen? 1856 wird im Neandertal bei Düsseldorf das erste Skelett gefunden. Der erste gefundene Neandertaler war ein Tabuthema. Die Vorstellung, dass eine andere Art Mensch existiert haben könnte, war für Forscher schwer zu akzeptieren. Es gab noch keine anderen Funde und bisher war keine andere Art bekannt. Wer ist dieser Mann mit dem länglichen Schädel und der Wulst über den Augen? Forscher im 19. Jahrhundert vermuten, ein Kosak aus den Napoleonischen Kriegen. Die erkennbaren Knochenbrüche hätten zu seinem Tod geführt. Es gibt eine amüsante Geschichte zur Deutung des länglichen Schädels. Wegen ständiger Schmerzen habe der Mann seine Gesichtsmuskeln angespannt. Das hätte zur Verlängerung des Schädels und dem Wulst über den Augenhöhlen geführt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden weitere Knochen entdeckt. Insgesamt graben Archäologen an 130 Orten mehr als 270 Fossilien aus. Bald sind sie sicher. Keine Kosaken, eine andere, bis dahin unbekannte Menschenart. . 1908 untersucht Marcelin Boule die ersten Neandertaler-Skelette, die in Frankreich gefunden werden, in Chapelle-aux-Saints. Seine Rekonstruktion ergibt ein Wesen mit gekrümmter Wirbelsäule und geknickten Beinen wie bei Gorillas. Der tschechische Illustrator Kupka zeichnet daraus eine affenartige, aggressiv blickende Kreatur. Dieses Bild war reine Fantasie, aber es hat die Vorstellung von einem wilden, zerzausten, archaischen Wesen geprägt, das anders aussah als wir. Unzählige Bilder haben sich daran orientiert. Das Bild des wilden Rohlings haftet ihm lange an. Ein affenartiges Wesen oder ein Mensch mit einem durch Krankheiten deformierten Skelett? War der Neandertaler wirklich ein Biest? Wie kann man das Rätsel lösen? Heute können Wissenschaftler das Aussehen des Neandertalers mit modernsten Methoden rekonstruieren. Mit den Knochen eines in der belgischen Höhle von Spie gefundenen Exemplars berechnen Forscher ein 3D-Modell seines Skeletts. Das Team von Patrick Semal und Tara Chapman stellt hochaufgelöste Scans her. Doch das Skelett ist unvollständig. Es fehlen Knochenteile am Brustkorb und der Beckenknochen fehlt.
Am rechten Oberschenkelknochen fehlt nur ein kleines Teil oben, am linken die ganze untere Hälfte. Zur Rekonstruktion des fehlenden Teils bringt man Fixpunkte auf beiden Knochen an und skaliert sie auf dieselbe Größe. Wenn sie etwa gleich groß sind, kopiert man den unteren Teil des vorhandenen Knochens und überträgt ihn auf den anderen. Dann ist auch der komplett. Mit dieser Spiegeltechnik rekonstruieren die Forscher fehlende Teile von Knochenfunden. Wenn ganze Knochen fehlen, kommen andere Funde ins Spiel. In diesem Fall stammen Brustkorb und Beckenknochen von einem Neandertaler, der in Israel gefunden wird. Die modellierten Fossilien werden auf die Größe des restlichen Skeletts skaliert. Das neue Modell kommt dem wahren Aussehen des Neandertalers näher als alle anderen zuvor. Mit den Ergebnissen aus dem Computer können sogar anatomische Analysen durchgeführt werden. Die Schädelhöhle hat weitestgehend dasselbe Volumen wie bei uns, aber eine völlig andere Form. Diese länglichen Schädel sind eher flach und breit. Das Gesicht und die Nase stehen hervor. Charakteristisch die niedrige Stirn mit den Wülsten über den Augen. Sein Gesicht ist anders als unseres. Vor allem auch, weil er am Unterkiefer kein ausgeprägtes Kinn besitzt. Wird dem Neandertaler sein Körperbau irgendwann zum Nachteil und gefährdet sein Überleben? Diese robusten Individuen waren durchschnittlich 1,60 Meter groß. Breiter, fassförmiger Brustkorb, kräftige Hände und Füße. Dank der kurzen Beine und der untersetzten Statur ein guter Kämpfer. Neandertaler hatten einen robusten Körperbau mit ausgeprägten Gelenken, die auf starke Muskeln schließen lassen. Sie konnten zu Fuß große Distanzen zurücklegen. Körperliche Schwäche wird dem Neandertaler offenbar nicht zum Verhängnis. Die Wissenschaftler wollen wissen, wie der Neandertaler gelaufen ist. Marcelin Buhl meinte, wie ein Gorilla. Doch stimmt das? Antworten sollen die Modellierung von Muskelaktivität an den Knochen und eine Verschleißanalyse der Gelenke liefern. Im Biomechaniklabor der Freien Universität Brüssel will Tara Chapman mit Serge van Sint-Jan die Bewegung des Neandertalers rekonstruieren. Dazu bringen sie an einer Testperson und am virtuellen Skelett des Neandertalers an denselben Stellen Marker an. So kann die Gangart verglichen werden. Wir können die virtuellen Knochen in Bewegung versetzen und dann mit anderen Knochen vergleichen. Das geht mit Bewegungsabläufen wie beim Speerwerfen, aber auch beim in die Hocke gehen, laufen und so weiter. Die Morphologie des Neandertalers ist der des heutigen Menschen ähnlich. Die Bewegungskurven weisen kaum Unterschiede auf. Der Neandertaler hatte definitiv nicht den affenartigen Gang, den man ihm zugeschrieben hat. Seine Gelenke sind kompatibel mit unseren. Das Skelett und die Gelenke geben keinen Anlass, von einem affenartigen Gang auszugehen. Der Neandertaler geht nicht wie ein Gorilla, sondern wie wir. Wie ein Mensch der Gattung Homo sapiens. Er ist kräftig, wiegt rund 75 Kilo und ist etwa 1,60 Meter groß. Sein Gehirn hat dieselbe Größe wie unseres. Er geht so wie wir. Er hat keine erkennbaren Nachteile oder Beeinträchtigungen verglichen mit uns. Der Neandertaler war ein prähistorischer Athlet. Sein Körper war klimatisch und geografisch gut an die Umgebung angepasst.
Ein gut gebauter, entfernter Verwandter. Die Ursprünge der europäischen Neandertaler liegen in einer Population, die wir Homo heidelbergensis nennen. Die gab es auch in Afrika. Aus dem Teil, der in Afrika blieb, wurde Homo sapiens. Der europäische Homo heidelbergensis entwickelte sich zum Neandertaler. Neandertaler haben dieselben Vorfahren wie wir. Den Homo heidelbergensis und dessen Vorfahren, den Homo erectus. Neandertaler sind tatsächlich unsere Brüder. Unsere gemeinsame Familie lebt vor mehr als 1 Million Jahren in Afrika. Vor rund 600.000 Jahren teilt sie sich. Unsere direkten Vorfahren bleiben in Afrika. Die des Neandertalers ziehen über den Nahen Osten nach Europa. Ihre Spuren finden sich unter anderem in Deutschland, in Spanien und Frankreich. Über Jahrzehntausende passt er sich an die klimatischen Bedingungen an. Doch warum verschwindet er dann so plötzlich aus der Geschichte? Am Anfang steht die Frage, wann genau der Neandertaler ausgestorben ist, in welcher Klimaperiode des Planeten. Im Labor für Radiokarbon-Datierung in Oxford kann Katharina Duka das Alter von prähistorischen Funden genau bestimmen. Für die Altersbestimmung der letzten Neandertaler haben wir in Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland und Nordeuropa Material gesammelt. Überall dort, wo sie gelebt haben. Eine raffinierte Technik zur Datierung fossiler Knochen macht es möglich. Um eine Verunreinigung der Proben zu verhindern, werden sie gefiltert. Dabei wird Kohlenstoff-14 isoliert und anschließend analysiert. Diesen Vorgang nennt man Ultrafiltration. Wir wussten nicht, was wir erwarten können, weil wir nur einzelne Ergebnisse hatten. Über Jahre hinweg haben wir einen Fundort nach dem anderen datiert. Erst als wir alle Daten gemeinsam betrachten konnten, war die Sache klar. Kein Fundort in Europa ist jünger als 39.000 Jahre. Damit hatten wir erstmals ein zuverlässiges Datum für das Aussterben der Neandertaler. 39.000 Jahre. Der Neandertaler ist demnach früher ausgestorben als bisher angenommen. Welches Klima hat in diesem Zeitraum geherrscht? War es eher mild oder kalt? Das Klima war in dieser Zeit instabil. Man nennt solche klimatischen Krisen Heinrich-Ereignisse. Die wirken heftig und stehen in Zusammenhang mit Meeresströmungen auf der Nordhalbkugel. Damals treiben Eisberge bis vor Spaniens Küsten. Das Klima kühlt ab. Wissenschaftler sprechen vom Heinrich-Ereignis 4, benannt nach dem deutschen Klimaforscher Hartmut Heinrich. Die Neandertaler haben fast 400.000 Jahre alle möglichen umweltbedingten und klimatischen Krisen überstanden und sind nicht ausgestorben. Vermutlich haben solche Kälteperioden nur die Populationszahl verringert. Das Klima hat den Neandertaler also nicht ausgerottet. Doch was dann? Fehlten ihm vielleicht Wissen und Werkzeuge, sich weiter anzupassen? Von Gibraltar bis zum Altai-Gebirge in Sibirien, von Deutschland bis Süditalien. Wie sieht der Lebensraum der Neandertaler aus? Wo schlagen sie ihr Lager auf, um Tiere zu folgen und sie zu jagen? Die Lagerplätze scheinen stets gezielt ausgewählt. Höhleneingänge, Orte mit gutem Fernblick oder Flussufer. An einer Düne der französischen Halbinsel Cotentin hat Dominique Cliquet mit seinem Team einen außerordentlichen Fund gemacht. Unter 20 Metern Sand
finden sich bei Le Rosel ein gut erhaltenes Neandertalerlager mit vielen aussagekräftigen Fundstücken. Diese Fundstätte ist interessant, weil es mehrere Besiedlungsebenen gab. Der angewehte Sand hat das Lager immer wieder bedeckt und zeitlich eingefroren. So sind Schnappschüsse einzelner Zeitalter entstanden. Das Lager dokumentiert komplexe soziale Muster und Aufgabenverteilungen unter den Stammesmitgliedern. Es gibt Bereiche zur Verarbeitung von Häuten, zum Zerteilen von Fleisch und zur Nahrungszubereitung. Eine Kochstelle aus der Zeit der Neandertaler. Ein Clan mit 12 Individuen hat hier von Herbst bis Frühling gelebt. Im Sand haben sich einzigartige Spuren erhalten. Auch mehr als 500 Fußabdrücke. Wir haben erst einen und dann immer mehr gefunden. Manche sind so tief eingedrückt, dass man die Zehen erkennt. Als sei da jemand durch eine Pfütze gegangen, die vor ein paar Stunden getrocknet ist. Damit hatte die Ungewissheit ein Ende. Auf einer Fläche von 80 Quadratmetern findet das Team nur Fußabdrücke von Kindern. Ein Spielplatz für Neandertalerkinder in Sichtweite des Lagers. Offenbar wollen die Eltern ihre Kinder stets im Blick haben. Funde anderer Ausgrabungen geben Auskunft darüber, was der Neandertaler gegessen hat. Amanda Henry von der Universität Leiden in Holland hat den Zahnstein von Neandertalern untersucht. Diese Ablagerungen an Zähnen können Hinweise liefern, wovon sich die einzelnen Clans ernährt haben. Wir analysieren den Zahnstein auf winzige Rückstände von Pflanzen, Stärketeilchen oder sogenannten Phytolithen. Die bilden sich zur Lebenszeit einer Pflanze und können archäologische Zeitspannen überdauern. Form, Größe und andere Eigenschaften geben uns dann Hinweise darauf, von welcher Pflanze sie stammen. Zahlreiche Pflanzenrückstände verraten, dass sich Neandertaler von Gerste, Knollen, Seerosenwurzeln und Datteln ernähren. Auf einigen Zahnsteinproben von Neandertalern haben wir abgewandelte Stärke gefunden. Das spricht dafür, dass Neandertaler ihre Nahrung bewusst verarbeitet, also gekocht haben. Neandertaler leiden nicht unter Mangelerscheinungen. Sie essen abwechslungsreich und kochen Gemüse, damit es leichter verdaulich ist. Zahlreiche gefundene Tierknochen deuten allerdings darauf hin, dass die Hauptnahrungsquelle Fleisch war. Haben sie sich nicht genügend weiterentwickelt? Konnten sie kommunizieren, miteinander sprechen? Die Untersuchung eines Schädelfunds mit der Rekonstruktion des Endokraniums, der Schale ums Gehirn, gibt Antworten. Das Endokranium spiegelt das Gehirn, das in Fossilien nicht erhalten bleibt. Das Gehirn hinterlässt auf der Innenseite des Schädels Abdrücke, weil Gehirn und Schädel im Zuge der Entwicklung gleichzeitig wachsen. Das Gehirn drückt gegen den Schädel. Beide sind miteinander verbunden. Das Modell des Neandertalerhirns zeigt dieselben Zonen für Sprache auf wie das Gehirn eines modernen Menschen. Man erkennt verschiedene Teile des Gehirns, Frontallappen oder Hinterhauptlappen.
auch kleine Zonen, Faltungen und anatomische Zonen mit funktionellen Aufgaben. Hier sieht man die Fortsetzung des Broca-Areals, das dem Sprachvermögen zugeordnet wird. Einen weiteren Hinweis liefert die Genetik. In Leipzig haben Forscher in der DNA des Neandertalers das Gen FOXP2 identifiziert. Bei uns ist es notwendig für den Spracherwerb. Neandertaler können sprechen. Und damit auch Wissen weitergeben und die Überlebenschancen erhöhen. Doch wenn der Neandertaler eigentlich alle Eigenschaften fürs Überleben mit sich bringt, warum stirbt er trotzdem aus? Liefern die Funde Hinweise auf Konflikte oder Krisen, die auf äußere Feinde hindeuten? Für diesen etwa 30-jährigen Mann muss der Tod in der Wildnis stets präsent gewesen sein. War er sich seiner Sterblichkeit bewusst? In Sibirien führen russische Archäologen unter Leitung von Xenia Kolobova und Bence Viola seit 2010 Ausgrabungen durch. In der Tschagiskaja-Höhle nahe dem Altai-Gebirge stoßen sie auf einen Fund, der in dieser Gegend einmalig ist. 80 Knochen von Neandertalern. Die Tschagiskaja-Höhle ist ein Lager des Neandertalers mit zahlreichen Funden aus dem täglichen Leben. Er hat dort gejagt, Steine behauen und Feuer gemacht. Der Clan bestand aus 10 bis 15 Mitgliedern. Am Höhleneingang gefundene Knochen scheinen bei einer Bodenbewegung mit dem Sediment abgerutscht zu sein. Einige Teile stammen offenbar von einem Individuum. Der rechte Arm mit Schulterblatt, Schlüsselbein, Oberarm, Elle und Speiche. Es sieht aus, als seien sie absichtlich dort abgelegt worden. Der Arm weist keinerlei Bissspuren auf und ist wohl nicht der Rest einer Raubtiermahlzeit. Vor 50.000 Jahren hat ihn jemand in dieser Höhle bestattet. Hinweise auf ein Ritual gibt es zwar nicht, doch es scheint sicher. Neandertaler bestatten ihre Toten. Andere, im Nahen Osten gefundene Gräber bestätigen, dass sich der Neandertaler um Verstorbene kümmert. Es gibt Beigaben, Pflanzen, Tierknochen, behauene Steine, Spuren von Ocker und Muscheln. Der Neandertaler hat ein Bewusstsein für eine jenseitige Welt. Er ist sich seiner Sterblichkeit bewusst. Im kroatischen Krapina sind mehrere 130.000 Jahre alte Schädel von Neandertalern entdeckt worden. Jakov Radovcic hat Markierungen darauf gefunden. Feine Linien, die auf ein Bestattungsritual schließen lassen. Auf den Schädeln von Krapina gibt es verschiedene Linien. Manche stammen definitiv von Menschen. Absichtlich gezeichnet und wohl mit symbolischer Bedeutung. Die Linien auf der Stirn und am Schädel bilden eine geometrische Form. Jakov Radovcic glaubt, dass sie ein bestimmtes Ritual bezeugen. Der Knochen ist gebrochen und es scheint, als sollte dadurch die Entnahme des Gehirns erleichtert werden. Wahrscheinlich wird es verspeist.
Die Linien gehen wohl auf Kannibalismus zurück. Mit den Riten wurde die Beziehung zwischen dem Stamm und seinen Toten gefestigt. Neandertaler sind also Kannibalen. Sind sie vielleicht dieser blutigen Praxis zum Opfer gefallen? Mitte des 20. Jahrhunderts entdecken Forscher, welche Folgen Kannibalismus für Populationen haben kann. In Neuguinea werden Stämme massiv dezimiert. Todesursache sind Proteine mit virusähnlichen Eigenschaften, die im Hirngewebe vorkommen. Beim Verspeisen des Gehirns werden sie übertragen. Es gibt zahlreiche Hinweise weit verbreiteten Kannibalismus. Dadurch haben sich Stammesangehörige mit Prion-Krankheiten infiziert. Das Protein Prion ist nur schwer zu vernichten. Wenn man mit einem Messer das Gehirn eines Toten heraustrennt und anschließend damit Fleisch zerteilt, kann die Krankheit übertragen werden. Im Körper greifen Prionen das Nervensystem an und zerstören es. Sind die Neandertaler so ausgestorben? Fundstätten von Neandertalern mit Hinweisen auf Kannibalismus sind 80 bis 100.000 Jahre alt. Sie liegen damit weit vor der Zeit, in der sie ausgestorben sind. Außerdem waren sie in ganz Europa verbreitet, große Populationen mit verschiedenen Kulturen. Deshalb wäre es übertrieben zu behaupten, alle Neandertaler hätten Kannibalismus praktiziert. Kannibalismus und Prionenerkrankungen können regional verheerende Folgen gehabt haben. Die gesamte Population der Neandertaler ist so aber wohl nicht verschwunden. Der Umgang mit den Toten scheidet als Ursache damit aus. Aber wie steht es um die Neugeborenen? Gibt es genug Nachkommen, um das Fortbestehen der Art zu sichern? Enthalten die Fossilien Hinweise auf Geburten? Kommt es möglicherweise zu einem deutlichen Abfall in der Geburtenrate, der zum Aussterben geführt haben könnte? Am Max-Planck-Institut haben Forscher die DNA verschiedener Neandertaler-Fossile verglichen. Wie die Ergebnisse zeigen, gibt es innerhalb der Populationen nur geringe genetische Vielfalt im Vergleich zu anderen Arten. Die DNA der Individuen ist sich sehr ähnlich. Bei der Untersuchung des Genoms machen die Forscher noch eine Entdeckung. Aus dem Genom kann man auf einen langfristigen Rückgang der Population schließen. Die Genetik bestätigt also ein Schrumpfen der Neandertaler-Population. Aber warum? In Sibirien wird ein Fossil gefunden, das Hinweise verspricht. In der Denisova-Höhle lebte eine Gruppe, die über lange Zeit sehr klein geblieben ist. In der letzten Generation ist deutlich Blutsverwandtschaft zu erkennen. Die Eltern dieses Individuums waren eng verwandt. Vielleicht waren es Großvater und Enkelin oder Onkel und Nichte. Blutsverwandtschaft also. Diese Neandertaler haben sich innerhalb der Familie fortgepflanzt. Wenn es von außen keinen neuen genetischen Zufluss gibt, kann Inzucht entstehen, mit schwerwiegenden Folgen. Ist das der Grund für das Verschwinden der Neandertaler? Die geringere genetische Vielfalt entsteht in manchen Populationen durch Inzucht. Die wiederum macht es wahrscheinlicher, dass rezessiv vererbte schädliche Gene genetische Krankheiten verursachen.
Solche genetischen Krankheiten können das Überleben der Art gefährden, besonders in der harten Welt der Steinzeit. Populationen mit geringer genetischer Vielfalt können umweltbedingte Herausforderungen oder genetische Probleme wie Infektionen schwerer bewältigen. Der Neandertaler hat demnach zu wenig Varianz in seiner DNA. Und dann trifft er auf etwas völlig Neues. Auf etwas, was ihm ähnlich ist und doch ganz anders. Es kommt zu gefährlichen Begegnungen, zu Gewalt, zu Kämpfen um Jagdgründe und Lagerplätze. Die Ursache sind Verwandte aus Afrika. ...1979 wird bei Saint-Césaire im Westen Frankreichs der Schädel einer jungen Neandertalerin gefunden, mit Spuren einer schweren Verletzung. Auch im Nahen Osten lassen Funde auf massive Gewalt gegen Kopf und Extremitäten schließen. Zeugnisse von Kriegshandlungen in der Steinzeit? Ist der Neandertaler dem ersten Völkermord der Geschichte zum Opfer gefallen? Wer ist dieser seltsame Ankömmling mit flachem Gesicht, rundem Kopf und länglicher Silhouette? Mit hoher gewölbter Stirn und spitzem Kinn? Mit langen Beinen und schwächlichem Körper. Wir nennen ihn Homo sapiens. Es sind wir selbst, unsere direkten Vorfahren. Wie mag die Begegnung der beiden Menschenarten ausgesehen haben? Der erste europäische Homo sapiens kommt vor 45.000 Jahren über den Nahen Osten nach Europa. 3.000 Jahre später, also vor 42.000 Jahren, besiedelt eine weitere Welle Homo sapiens die Ufer des Mittelmeers und dann fast ganz Europa. ...42.000 Jahre alt ist der Schädel des Neandertaler-Mädchens aus Westfrankreich, deren Kopf nach Gewalteinwirkung aussieht. Ist sie angreifenden Homo sapiens-Kämpfern oder Kämpferinnen zum Opfer gefallen? Die damaligen Lebensbedingungen, also kleine Populationen in ausgedehntem Territorium mit großem Nahrungsangebot, liefern eigentlich keinen Grund für Gewalt. Kein Anlass zum Streiten. Doch was soll dann den Kopf des Mädchens von Saint-Césaire getroffen haben? Wenn man am Kopf Spuren findet, die auf einen Schlag hindeuten, weiß man nicht, ob der absichtlich zugefügt wurde oder bei der Jagd erfolgt ist. Vielleicht hat sie sich den Kopf nur gestoßen. Diese Frage ist komplex. Wir haben aber auch Beispiele, die auf zwischenmenschliche Gewalt hinweisen. Zwischen zwei Personen. Das ist dann aber noch längst kein Massaker. Vielleicht gab es vereinzelt Streit zwischen Homo sapiens und Neandertaler. Die frühesten Hinweise auf gezielte Kriegsgewalt stammen jedoch aus dem Neolithikum vor rund 10.000 Jahren, also lange nach dem Verschwinden des Neandertalers. Die Wunde am Schädel aus Westfrankreich ist vernarbt. Das Mädchen hat überlebt. Die Behauptung, Homo sapiens habe den Neandertaler gewaltsam ausgerottet, kann dieser Fund nicht stützen. Ein Jagdunfall, ein Sturz, ein Streit. Es gibt viele Ursachen für Wunden und den Tod. Die Analysen zeigen, dass manche Knochenverletzungen verheilt sind. Reines Glück oder Können?
Weiß der Neandertaler, wie man Kranke und Verletzte pflegt? Oder hat er sie einfach sich selbst überlassen? An einem Fossil aus dem spanischen El Cidrón finden australische Forscher im Zahnstein eines kranken Zahns Spuren eines antibiotischen Pilzes, der Bakterien tötet. Außerdem Spuren von Weidenbirke, die schmerzlindernd wirkt. Belege dafür, dass der Neandertaler medizinische Kenntnisse hat und Krankheiten behandelt. Er nutzt die Kräfte der Natur. Wird er am Ende von einer unbekannten Krankheit hingerafft, gegen die er machtlos ist? Eine Krankheit von einem anderen Kontinent wie Afrika, die Homo sapiens eingeschleppt hat? Wird er das Opfer einer Epidemie? In Oxford hat Professor Simon Underdown in der DNA eines Homo sapiens Infektionsspuren gefunden. Bringt der moderne Mensch Bakterien aus Afrika mit? Bakterien, gegen die der Neandertaler keine Abwehrkräfte hat? Die Ausbreitung solcher Krankheiten dürfte schwere Auswirkungen auf die Populationsgröße der Neandertaler gehabt haben. Eine Population braucht ausreichend Individuen, damit sie sich fortpflanzen kann. Wenn die nicht vorhanden sind, geht die Größe zurück. Zuerst sterben nur einzelne Gruppen aus und dann immer mehr auf einem ganzen Kontinent. Geringe genetische Vielfalt macht die Neandertaler anfällig. Und ihr Immunsystem ist nicht auf eingeschleppte Erreger eingestellt. So könnte Homo sapiens, ohne es zu wollen, die Neandertaler dezimiert haben. Durch den Kontakt mit den Neuankömmlingen infizieren sich die Neandertaler. Ihre Population geht zurück. Nach und nach ist der Neandertaler in ganz Europa und Asien vom Aussterben bedroht. Doch dass er schließlich ganz verschwindet, lässt sich mit Infektionen allein nicht erklären. Ist Homo sapiens am Ende einfach nur kreativer und erfolgreicher? Hat er den Neandertaler erst überholt und dann verdrängt? ...5000 Jahre leben beide Menschenarten in Europa zusammen. Die letzten Neandertaler lernen von den Neuankömmlingen. Das bezeugen diese Neandertalermesser, die genauso aussehen wie die von Homo sapiens. Beide Arten tauschen Wissen aus. Und vielleicht nicht nur das. Gibt es auch körperlichen Austausch? Haben Neandertaler und Homo sapiens gemeinsame Kinder? Die Antwort liefert die DNA fast aller Menschen auf der Nordhalbkugel. ...2010 entschlüsselt das Team von Professor Päbo den genetischen Code von Neandertalerknochen aus der kroatischen Vindija-Höhle. Am Leipziger Max-Planck-Institut wird die 45.000 Jahre alte DNA aufwendig sequenziert. Die Analyse zeigt, die DNA ist mit unserer zu etwa 98,5% identisch.
Neandertaler und Homo sapiens besitzen fast das gleiche Genom. Gemeinsame Fortpflanzung ist damit möglich. Forscher vergleichen Gene von Europäern, Asiaten, Afrikanern, Polynesiern und Amerikanern mit denen des Neandertalers. Das Ergebnis ist eine Sensation. Durch die Sequenzierung wissen wir, dass Menschen, die außerhalb von Afrika leben, kleine Teile des Neandertal-Genoms besitzen. Etwa 2% der Gene von Menschen außerhalb Afrikas gehen auf die gemeinsame Fortpflanzung mit Neandertalern vor 50.000 bis 70.000 Jahren zurück. Es gibt also Sex zwischen Neandertalern und uns. Und weil Neandertaler-Gene bei Afrikanern fehlen, müssen die Begegnungen in Europa und Asien stattgefunden haben. Mindestens zweimal in der Frühgeschichte kommt es zu solchen Paarungen. Vor mehr als 220.000 Jahren und dann vor 60.000 Jahren. Wir sind also auch Nachfahren des Neandertalers. Außerhalb von Afrika trägt jeder Mensch rund 2% seiner Gene, aber nie dieselben. Insgesamt leben fast 20% aller Neandertaler-Gene in uns weiter. Sie bezeugen, dass sich Homo sapiens und Neandertaler näher gekommen sind. Aber nicht alle Neandertaler lassen sich auf den Austausch mit Homo sapiens ein. Einige ziehen die Isolation vor oder fliehen. Die Größe der Populationen und die genetische Vielfalt nehmen ab. Und Homo sapiens beansprucht immer mehr Jagdgründe. Am Ende steht die völlige Verdrängung. Doch ihr Erbe lebt weiter. In uns. Durch Anpassung an veränderte Umweltbedingungen und Vermehrung mit verwandten Gruppen wie den Neandertalern hat unsere genetische Vielfalt zugenommen. Niemand hätte gedacht, dass das für die menschliche Evolution eine so große Rolle spielt. Die Neandertaler und wir sind enge Verwandte. Brüder, die sich die Welt über Jahrtausende teilen. Für uns heute sind sie Vorfahren. Und wir profitieren davon. Ich ziehe keine scharfe Trennlinie zwischen Neandertalern und modernen Menschen. Das sind zwei Gruppen, die für mich zusammengehören. Wir tragen nicht nur einen Teil ihres Genoms in uns. Wir sind alle Neandertaler, weil wir moderne Menschen sind. Neandertaler. Söhne und Töchter Afrikas und Europas, prähistorische Athleten, Handwerker, Jäger, Heiler und Kräuterkundige, fürsorgliche Eltern, Familie und Clan bis in den Tod. Ihr Erbe geht weit über ihre Gene hinaus. Niemand hat den Neandertaler getötet. Er lebt in uns weiter.